Schon der Marieninspektor Simon Polt bremste sein altmodisches Fahrrad ab, atmete tief durch und schaute übers Land. »Grüß dich, Frühling«, sagte er. Noch waren viele Ackerflächen schwarz und die Rebstöcke wirkten kahl, obwohl sie schon winzige Blattansätze hatten. Nach einem milden Winter trugen einige Bäume schon frisches Laub und im weithin gedehnten Schachbrettmuster der Felder schuf die Wintergerste grüne Flächen. Vor allem aber wucherte und blühte das Unkraut an den Wegrändern. Dort, wo das Gelände steiler abfiel oder auch an Hohlwegen, standen zart begrünte Akazienstauden, bald würden Weißdorn und Flieder blühen. Sonne wärmte schon so richtig an diesem frühen Nachmittag. Paul stand im Schatten einer kleinen Baumgruppe, die eine verwitterte Mariensäule umfing. Hier war der Weg vom Talboden aufwärts zu Ende. Ein paar Meter weiter in einer kleinen Senke verlief die Grenze zu Tschechien. Unten in den Bauerngärten der Dörfer blühten schon Märzenbecher und Stiefmütterchen. In den Kellergassen, die sich nach Norden hin den Hang hochzogen, waren die Fensterluken der Presshäuser geöffnet. Holzgitter ersetzten die festen Türen, damit frische Luft durchströmen konnte. An ihrem oberen Enden verloren sich die langen Reihen der kleinen weißgekalkten Gebäude in weitläufiger Stille. Polt mochte diese großzügige Landschaft, in der es weder Haus noch Hütte gab. Nichts verstellte hier den Blick. Der Himmel war sehr hoch. Und dann auch noch Frühling. Das war schon was. Eine Zeit schöner Unvernunft. Da musste man einfach seiner Wege streunen, wie ein wohlgelaunter Hund. Schon als Kind hatte Paul diese glückliche Unruhe gespürt und war ja an die Sonnenseite des Tales gefolgt, wo die Steine um die Mittagszeit schon warm waren, wie ofenfrisches Brot. Aufregend roch so ein junges Jahr nach Gras und Blüten, nach Aufwachen, bettwarm und träge. Oder auch nach warmer Feuchtigkeit, so auf halbem Weg zwischen Kastanienblüten und nassen Socken. Und wenn man seine Nase ins Fell einer Katze steckte, roch es nach Sünde und Zigeunerleben. Polt war ganz einfach guter Dinge an diesem dienstfreien Tag. Im Gasthaus Stelzer in Brundorf hatte er ein Brathuhn mit flaumiger Semmelfülle verzehrt, ein Glas Bier dazu getrunken. Jetzt ließ er sich vom Wind der Laune tragen und der große, nicht eben schmächtige Mann fühlte sich erstaunlich leicht. Als er sein Fahrrad wieder in Bewegung setzte, bog er in den schmalen Güterweg nach Burgheim ein. Erst einmal ging es ziemlich steil bergab. Simon Polt verschwendete keinen Gedanken daran zu bremsen und fuhr mit rasch zunehmendem Tempo talwärts. Jetzt pfiff ihm die Luft ja doch recht kühl um die Ohren. Wenige später hemmte der nunmehr ansteigende Weg die rasche Fahrt. Paul trat kräftig in die Pedale und nachdem er die kleine Erhebung überwunden hatte, ließ er das Fahrrad gemächlich weiterrollen. Ein paar hundert Meter vor der Burgheimer Kellergasse bremste er. Auf der rechten Wegseite ragte eine nahezu senkrechte Lösswand, gut 4 Meter hoch. Oben war ein Stück Wiese zu sehen, dahinter standen Rebstöcke. In der Wiese saß regungslos ein Mann. Polt legte das Fahrrad ins Gras, mit langsamen Schritten ging er auf einem schmalen Fußweg nach oben. Der Mann saß ein wenig verloren zwischen wuchernden Halmen und Stauden, schaute ins Leere, summte eine Melodie. Simon Polt war in einiger Entfernung stehen geblieben, um ihn nicht zu erschrecken. Die Melodie war ihm vertraut und sie erinnerte ihn fatal an Karel Gotts Ölsardinen Belcanto. Den Mann in der Wiese kannte er besser. Er hieß Willi. Niemand wusste seinen Familiennamen. Es war schwer zu sagen, wie alt er war. Wohl weit über 50. Willi gehörte zum Leben im Dorf und dabei irgendeine Rolle zu spielen. Die Unkrautwiese über dem Tal war sein Lieblingsplatz. Als im Weingarten ein Rebhuhn aufflog, schreckte Willi hoch.
schaute um sich, erblickte Simon Bold, lief auf ihn zu und umarmte ihn. »Hallo, mein Freund.« Bold schob ihn sachte von sich. »Wunderschönheit, wie?« Willis altes Kindergesicht strahlte. Dann redete er hastig drauf los und kein Wort war zu verstehen. »Ah, du musst nicht alles auf einmal sagen.« Bold fasste ihn an den Schultern. »Schön langsam, verstehst?« »Eins nach dem anderen.« Willi nickte, nahm sich zusammen. »So viel Blumen, Käfer, Bienen.« Bold schaute sich um. Zwischen den Rebstöcken und dem Lössabsturz blieb Raum für ein Stück grüner Anarchie. Karin Walter, die junge Dorflehrerin, würde ihm einmal erklären müssen, was hier alles so wucherte und blühte. Das Geräusch eines sich nähernden Traktors unterbrach seine angenehmen Gedanken. Karl Grappmeier, einer der tüchtigsten Bauern im Dorf, hielt am Wiesenrand an und stellte den Motor ab. »Was hat der Inspektor? Was bringt denn Sie hierher? Hat der Willi was angestellt?« »Ach, der und was anstellen. Wir haben miteinander geredet, in alter Freundschaft.« »In alter Freundschaft? Ja dann? Störe ich bei der Arbeit? Ah wo? Das Stück Wiese ist mir egal. Aber was anders? Wenn Sie schon so einen schlauen Freund haben, warum holen Sie nicht zur Gendarmerie?« »Weil er zu gutmütig ist und zu arglos. Haben Sie was gegen ihn?« »Ah wo? Schönen Tag noch.« Willi hatte sich während des Gesprächs ein paar Schritte entfernt. Paul trat neben ihn und genoss den Blick über die Rebenhügel zu ihren Füßen. Dann näherte sich vorsichtig dem Lössabsturz. »Geht ganz schön tief runter da, Willi. Sag einmal, passt wirklich auf? Gehst nie zu nah an die Kante?« Willi schüttelte eifrig den Kopf. »Na, nie. Wirklich vorsichtig sein, ja? Versprichst mir's?« Willi nickte ernsthaft. In solchen Fällen passiert dann immer bald was.